Für uns ist es am besten, wenn wir am Morgen ganz früh anfangen können. Das heisst, am Morgen um 3 Uhr geht der erste auf, geht Kontrollfahrt machen, wie viel Schnee das hat. Und dann leitet er mir eigentlich anleiten. Dann kann ich abschätzen, was wir alles aufbieten müssen. Und dann gehe ich in den Werkhof. Schaue nicht, dass ich spätestens Viertel ab 3, halbe 4 in der bin. Wir haben hier ein Bänkchen, wir haben rund 100 von solchen Bänkchen, die wir alle Jahre um eine Serie machen, dass wir ersetzen können. Was hier speziell ist, wir haben so eine Bänkchen-Patenschaft. Da kann jemand, der Lust hat, einen Betrag einzahlen. Ja, hier stehen wir vor einem Antiglis, das ist so ein Bleischiffer, den brauchen wir vor allem für die Fußwege, weil er sehr leicht ist, ist gäbig im Kessel nicht zu tragen. Wir brauchen etwa rund 12 bis 15 so Big Bags. Einer ist 600 Kilo pro Winter. Und dann haben wir noch ein Salzsilo, wo wir die ÖV-Strecken, wo der Bus hier fährt, vor allem die Salzen. Hier sind wir im Werkhof, das ist unser Hauptarbeitsplatz, wo wir am Morgen uns treffen. Wo wir dann alle unsere Arbeiten von hier aus erledigen. Wir haben etwa rund 120 km Belagstrasse und etwa 40 km Naturstrasse, wo wir den ganzen Unterhalt und alles, was dazugehört, erledigen. Was natürlich sehr flott wäre, wenn wir hier auch Lernende ausbilden könnten. Da wären wir sehr gewillt. Momentan haben wir leider gerade niemanden. Aber wenn jemand Interesse hat, könnte man gerne eine Schnupperlehre machen. Es ist eigentlich sehr einfach, uns zu erreichen. Entweder auf der Homepage von Gemeinde Grindelwald. Es sind verschiedene Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, an was sich melden. Das wird überall wird das an die richtige Stelle weitergeleitet. Wichtig ist, dass ihr nach meldet und Interesse hättet, für eine so eine Lehre zu machen.